Wir haben heute zwei, eigentlich drei Berufungsgeschichten gehört, die beschreiben, wie der Herr uns Menschen eigentlich zu seinem Dienst beruft. Die erste ist aus dem Buch Jesaja, eines der schönsten Texte des Alten Testaments, wo Jesaja eine großartige Vision hat, also vom Thron Gottes, also da, wo Gott einfach ist. Und da gibt es Seraphim, also Engel, die ganz besonders sind, weil sie ganz nah an Gott stehen. Und die Engel machen nur eines, die rufen sich heilig zu. Das ist auch das, was wir in jeder heiligen Messe tun, kurz nach der Präfation und bevor das Hochgebet so richtig beginnt, singen wir dieses Heilig, das die Engel vor dem Thron Gottes singen. Also das ist in jeder heiligen Messe. Das ist nur ein kleiner Wink hier, damit man auch ein bisschen von der Liturgie mehr versteht, was wir da eigentlich feiern. Und dann erkennt Jesaja, dass er eigentlich nichts taugt für den Dienst, der Gott für ihn vorgesehen hat. Und der Grund dafür ist, dass er sich als unrein bezeichnet. Und diese Unreinheit, die Jesaja hier meint, ist eine von zweien, die die Bibel kennt. Die erste Art von Unreinheit, die die Bibel kennt, und vor allem das Alte Testament, aber auch im Neuen Testament ist davon viel die Rede, ist eine kultische Unreinheit. Sie sind einfach Dinge, die einen unrein machen. Und das können verschiedene Dinge sein. Aber die ist keine Sünde an und für sich. Das ist einfach etwas, was einen unfähig dazu macht, am Gottesdienst teilzunehmen, am Leben der Gemeinde. Und sie loszuwerden ist auch nicht so kompliziert. Da gibt es Vorschriften im Alten Testament. Nur die Juden versuchen sich bis heute an diese Vorschriften zu halten. Es ist auch ein Grund dafür, warum sie solche Speisevorschriften haben. Weil nicht alles, was der Mensch isst, nach der Bibel und nach dem jüdischen Glauben, einen Menschen rein macht. Manche Dinge machen einen unrein, zum Gottesdienst unfähig. Das wir verstehen als Christen ein bisschen anders. Aber das ist das eine Verständnis der Unreinheit in der Bibel. Das ist aber hier nicht gemeint, sondern das war, was Jesaja meint, wenn er sagt, er ist unrein und das Volk, wo er auch wohnt, unrein ist. Das ist eine sittliche Unreinheit und das kann man mehr oder weniger mit dem, was wir unter Sünde verstehen, gleichsetzen. Also Jesaja ist ein sündiger Mensch und er fühlt sich unwürdig, den Dienst anzutreten, zu dem Gott ihn ruft. Und das, was dann geschieht, ist erstaunlich. Einer dieser Engel, die bei Gott stehen, nimmt eine Kohle von dem Altar. Also das ist so die jüdische Vorstellung vom Himmel. Gott ist irgendwo und da gibt es einen Altar vor Gott, auf dem Weihrauch verbrannt wird. Und damit man Weihrauch verbrennt, braucht man Kohlen. Und von diesem Altar, an dem diese Weihrauch verbrannt wird, nimmt der Engel die Kohle, berührt die Lippen, diese unreinen Lippen von Jesaja, und sie werden rein. Eigentlich ein ganz einfacher Vorgang. Im Evangelium ist es auch nicht viel anders. Wenn, als Petrus merkt, was da geschieht, dass als Fischer eigentlich nichts taugt, weil Jesus ihn dorthin fahren ließ, wo er schon gefischt hat, die ganze Nacht hindurch, und man fischt nicht am Tag, sondern früh morgens oder in der Nacht. Und er weiß das ganz genau und plötzlich sind die Netze voll. Da ist er ganz verdattert und erkennt, dass Jesus ein bisschen mehr ist als ein Prediger. Er erkennt Gott in ihm. Und wie er das gemacht hat in einem wackeligen Boot, weiß ich nicht, aber er fällt auf die Knie und sagt Ähnliches, was Jesaja gesagt hat: Ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus tut einfach nichts, sondern sagt, ja, mach nichts, du wirst Menschen fischen jetzt, steh auf. Und das ist die ganze Berufungsgeschichte des Petrus, also nichts Außergewöhnliches.
Warum ich das ein bisschen nacherzähle? Weil das wichtig ist, um zu verstehen, was meine und deine Berufung ist und was das mit Sünde zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr denn also die Serie kennt, How I Met Your Mother. Es ist eine Serie, die sich viele anschauen, mehr oder weniger gut. Ich fand sie ziemlich lustig. Und da gibt es einige Staffeln von dieser Serie. Und da geht es darum, dass ein junger Mann seinen zwei Kindern erklärt, wie er seine Mutter kennengelernt hat. Und das dauert ewig, bis er dazu kommt, wie er seine Mutter kennengelernt hat, also wie er ihre Mutter kennengelernt hat und sie geheiratet hat. Doch in dieser ganzen Serie geht es eigentlich um etwas anderes, das das Ganze wirklich vom Anfang an bis zum Ende bestimmt. Ich werde nicht sagen, welche Frage es da zu klären gibt, weil das könnte vielleicht jemandem den Spaß verderben an der ganzen Serie. Aber die Frage, die im Raum steht, ist eine ganz andere. Er möchte seine Kinder nämlich um etwas bitten oder sie etwas fragen, ob er etwas darf. Und deswegen erzählt er das ewig lang. Und die ganze Serie steht unter dieser einen Frage. Und das weiß man eigentlich vom Anfang an, auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Und eigentlich ist es ein bisschen ähnlich wie mit diesen zwei Berufungsgeschichten. Bei Jesaja sieht man es deutlicher. Das, was dieses ganze Geschehen, die Berufung des Jesaja bestimmt, ist nicht seine Sünde, sondern das, wie Gott ist. Und Gott ist, so wie es die Bibel hier beschreibt, schrecklich schön. Also nicht schrecklich, dass man ihn nicht mehr ansehen kann, sondern er ist schrecklich. So schön schrecklich, dass man ihn nicht mal anschauen kann. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass diese Seraphim, die da vor dem Thron Gottes stehen, steht auch hier in dieser Lesung, die schauen nicht Gott, sondern sie schauen sich an und rufen sich heilig, heilig, heilig und blicken ein bisschen aus dem Winkel zu Gott. Und der ist heilig, der ist heilig. Und sie können ihn nicht einmal anschauen, so schön ist Gott, so allmächtig, so gewaltig, so bestimmend. Er nimmt den Raum so ein, dass man sich ganz klein vorkommt. Es ist eine Vorstellung, die in der Bibel sehr oft ist, die man aber nicht so gerne hört, dass Gott so ist. Wir hören es lieber, also ich zumindest, dass Gott ein Freund ist, dass er uns liebt und so weiter. Und das stimmt alles. Aber Gott ist auch so. Wenn Gott hier reinkommen würde, dann würde jeder von uns automatisch wahrscheinlich sich irgendwo in die Ecke stellen, an die Hand. So herrlich ist er, so heilig ist er, so unnahbar ist er. Vor ihm hat nichts Bedeutung. Und wenn er etwas sagt, dann hat es wirklich Bedeutung. Ich will keinem Angst einjagen, darum geht es nicht, aber das ist das, wie die Bibel als Ganze Gott wirklich sieht. Das sieht man ganz am Anfang der Bibel und ganz am Ende. Und in der Mitte auch, damit es klar ist. So ist Gott. Gott ist ganz anders als du und ich. Er ist kein Mensch. Gott ist in Jesus Christus schon Mensch geworden und das ist etwas, was also den meisten Menschen nicht in den Kopf reingehen kann. Wie kann das sein, dass dieser herrliche, alles übersteigende, allmächtige, so schöne, bis, dass man ihn nicht mehr anschauen kann, Gott Mensch wird und dann noch an einem Kreuz verreckt. Wie kann das sein? Das ist ein Geheimnis des Glaubens. Ein Mysterium, etwas Verborgenes, das wir vielleicht irgendwann verstehen werden. Aber dieser herrliche, alles überwältigende Gott ist der Grund, warum die Sünde für die Berufung des Jesaja, des Petrus und auch des Paulus ohne Bedeutung ist. Weil vor ihm, vor Gott, die Dinge, die ihn nicht interessieren, keine Bedeutung haben.
Und kannst dir vorstellen, am besten sieht man es an Paulus, wie es einem ergeht, wenn Gott einen ruft. Also die Geschichte der Berufung des Paulus kennt man. Man kennt sie falsch, aber das ist wurscht. Wichtig ist, dass Paulus Gott erscheint oder er hört eigentlich nur eine Stimme. Und das ist so überwältigend für ihn, dass er blind wird. Und er kann nicht mal alleine gehen. Er muss geführt werden. Und wo beruft ihn Gott? In welchem Moment seines Lebens? Als Paulus weiterzog, mit Briefen ausgestattet, dass er Christen, also die dem jüdischen Glauben irgendwie nicht angenehm waren, zumindest in seinen Augen, verfolgen und töten kann. Genau in diesem Moment beruft ihn Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal die Vorstellung, dass Gott sich vor mir oder meiner Sünde ekelt. Also wenn ich die Bibel lese, erkenne ich das nicht. Also dass Gott den Sünder nicht verabscheut, also den Menschen, der sündigt, das kann man sich schon vorstellen. Aber dass Gott meine Sünde nichts ausmacht, sie verletzt ihn nicht, sie kann ihm nichts anhaben. Das ist schon etwas Arges. Und das ist nur so, weil Gott über all dem steht. Das heißt nicht, dass wir nicht sündigen sollen und dass es bedeutungslos ist, was du machst oder nicht machst. Das ist damit nicht gemeint. Aber Gott verabscheut dein Leben nicht, auch wenn du etwas falsch, ganz falsch gemacht hast. Er hat Mitleid. Und aus diesem Mitleid heraus ruft er dich. Es geht wirklich um dich und deine Berufung. Und es ist immer eine Kunst, seine Stimme zu hören, aber ihr seid da. Vielleicht ist dieser Tag ein Tag, an dem der Herr dich so ruft, dass du ihn hören kannst oder vernehmen kannst. Gib ihm den Raum dafür, dass er dich in deinem Leben, wie es auch ausschaut, ob es vielleicht super ist oder nicht so besonders, dass er dich dort ruft, zu seinem Dienst, der nicht schwer ist, sondern einfach unglaublich schön. Das sieht man dann an Jesaja, wie sein Leben dann abläuft. Das war ein bisschen katastrophal dann am Ende bei ihm, aber er hat Freude daran gehabt. Bei Paulus war es nicht anders. Muss dir vorstellen, vor 2000 Jahren ein Mann, der den ganzen Mittelmeerraum abgereist hat. Das ist heute nicht so einfach und kostspielig noch dazu. Und weil er auf den Herrn gehört hat, war es für ihn möglich, die frohe Botschaft überall zu verkünden. Bei Petrus war es auch nicht anders. Ein Fischer aus einem gottverlassenen Dorf irgendwo am Ende des römischen Imperiums, der geht bis nach Rom. Und es geht nicht darum, jetzt schöne Dinge zu erleben, wenn du im Dienst des Herrn stehst, aber das wird dir auch gegeben. Weil Gott nicht nur überwältigend ist, sondern schön. Und da, wo wir mit ihm den Weg gehen, da wird auch unser Leben, dein Leben, schön. Nicht so irgendwie schön, sondern wirklich schön. So schön, dass du glücklich sein kannst, was auch immer in deinem Leben geschieht. Also gib Gott Raum heute an diesem Sonntag, damit er dir zeigen kann, was deine Berufung ist. Damit er dich lieben kann, wie er uns Menschen in Jesus Christus geliebt hat. Wir sind von ihm errettet, zur Freiheit berufen, zu seinem Dienst gerufen.